Weil ich bin ein rechter Verteidiger. Ich wollte das mal so vergleichen, das ist wie wenn man in London Auto fährt jetzt heute Nachmittag, dann ist ja das auch alles ein bisschen ungewohnt. Also wenn der Stürmer das Gefühl hat, er braucht mich auf der 10 am Wochenende, ja, dann spiele ich auch auf der 10, also das ist ja kein Problem. Kontakte bestehen noch zu ein paar Spielern, auf jeden Fall, ist ja noch nicht so lange her, wo man sich ja im Fußballgeschäft auch schnell aus den Augen ein bisschen verliert, aber ich habe da immer noch rege Kontakt mit den Spielern und freue mich auch sehr, wieder dahin zurückzukehren jetzt am Sonntag. Bei Ihnen läuft es ja sportlich überragend gut, gerade vor allem auch in der Bundesliga. Zuerst mal, ohne dass ich jetzt Gladbach irgendwie schlecht reden will, weil Sie haben ja eine klasse Mannschaft. Aber ich glaube, es sind alle ein bisschen überrascht, dass die gerade nach so vielen Spielen noch ganz sauber stehen. Das hat wahrscheinlich keiner jetzt so erwartet, gerade auch natürlich mit dem Trainerwechsel. Aber man sieht einfach, dass sie eine klasse Mannschaft haben, dass sie einen neuen super Trainer haben, der auch die Mannschaft schnell richtig gut eingestellt hat. Ein paar Spieler leben ja sowieso von Spiel zu Spiel, deswegen haben die wahrscheinlich noch gar nicht kapiert, dass dann Werder mit Michael Lang am Sonntag da in Borussia Park kommt. Wir haben jetzt doch ein paar Mal Punkte verschenkt, gerade auch nach Führungen. Darf natürlich nicht so passieren, dann das gefühlt ewige Thema mit den stehenden Bällen. Es nervt auch langsam, aber wir haben wirklich, ja, wir sind ja nicht nachlässig auf dem Platz. Klar kann man dann drüber sprechen, okay, schon wieder ein Freistoß in der letzten Minute, der zum Gegentor führt. Aber wir haben natürlich auch vorne Chancen liegen lassen. Also ich glaube, das ist so in allen Mannschaftsteilen ein bisschen so drin, dass wir noch mehr aus unserer Qualität rausholen können. Und das ist ja auch der Anspruch, den wir hier haben. Wir spielen attraktiven Fußball, wir bringen eigentlich auch immer unseren Plan durch. Aber leider stehen wir, wenn man gerade auf die Tabelle schaut, stehen wir noch mit zu wenig Punkten da. Und deswegen wurde da nochmal speziell auch vor der Länderspielpause auf ein paar Punkte aufmerksam gemacht. Und ja, das muss ja dann nicht immer nur nett und lieb stattfinden, sondern da dürfen auch mal ein paar Punkte kritisch angesprochen werden und das haben wir gemacht. Das ist ein Gefühl, das nervt immer, wenn man nur auf der Bank sitzt und ich will jetzt gar nicht sagen, oh, das ist speziell schade, wenn dann in Gladbach, wenn du dann in Gladbach bist und du siehst all deine Freunde und alle denken, okay, der spielt auf jeden Fall und dann sitze ich auf der Bank. Also das ist immer dumm, sage ich jetzt mal, Spieler, weil man ja einfach spielen will und das hat gar nichts mit dem Gegner zu tun, weil ich bin ein rechter Verteidiger. Ich wollte das mal so vergleichen, das ist wie wenn man in London Auto fährt jetzt heute Nachmittag, dann ist ja das auch alles ein bisschen ungewohnt. Aber es ist schon, also ich muss schon auch ehrlich dazu sagen, das ist eine Position, ich könnte auch Innenverteidiger spielen, aber meine Stärken sind ja dann doch auch so in der Offensive, wenn man den Ball schön auf dem rechten Fuß hat und flanken kann oder Pässe spielen kann. Ich meine, spielen ist ja egal wo. Ich habe das auch mal gesagt, also wenn der Stürmer das Gefühl hat, er braucht mich auf der 10 am Wochenende, ja, dann spiele ich auch auf der 10, also das ist ja kein Problem. Das Saisonziel wurde ja so ausgegeben. Das wurde ja nicht irgendwie, wie soll ich sagen, jetzt unbewusst gemacht, sondern es wurde ganz bewusst so ausgegeben. Es gibt ja auch viele Mannschaften, die sagen intern, ey, Männer, wir wollen nach Europa zu 100%, aber nach außen ein bisschen Understatement und da gehen wir schön vor, ein Nicht-Abstieg oder keine Ahnung was. Und hier wurde ja das bewusst so kommuniziert und deswegen ist ja auch klar, dass Woche für Woche dann wieder die Frage nach Europa kommt, die Frage nach dem Abstand kommt zum 6. oder zum 7. Tabellenplatz und das sieht gerade jetzt rein von den Punkten her nicht so aus, aber ja, wenn ich auch sehe, wie wir gegen die Mannschaften gespielt haben, die vor uns stehen, dann ja, ein Auswärtspunkt in Leverkusen, ein Auswärtspunkt in Frankfurt, Auswärtspunkt in Dortmund, dann sind das alles schon mal sehr gute Resultate. Aber dann kommt halt auch dazu, dass man halt Spiele gegen Düsseldorf zu Hause, Spiele gegen Freiburg oder Hertha zu Hause, halt einfach auch gewinnen muss, um sein Ziel zu erreichen.